Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Groovy 1960. Es ist ja eigentlich schon traurig. Ich hatte ein Jahr Zeit, diese Lok umzubauen. Denn, wie ihr alle aus dem letzten Weihnachtsvideo bestimmt gesehen habt, ist diese Lok furchtbar gelaufen. Die hat einen Decoder, der verdient den Namen Decoder wirklich nicht. So was Ruckeliges habe ich noch nie gesehen. Also da läuft jeder Delta besser. Und ich habe eigentlich vorgehabt, diese Taurus bis zum jetzigen Dezember-Einsatz mit Zaun zu versehen. Bin nicht dazu gekommen. Schande auf mein Haupt. Und wenn ihr jetzt dabei sein wollt, wie ich diesen Kratzer wieder wegpolieren möchte, seid ihr gerne eingeladen, wie ich aus dieser Lok nachher eine schöne Weihnachtslok zaubere. Ich werde als erstes mal das Gehäuse abnehmen. Das ist dieser Decoder. Also, Freunde der Nacht, das ist wirklich ganz, ganz schwach. Denn für diesen Preis, was ja diese Lok auch hat, hätte ich mir wirklich einen besseren Decoder vorgestellt. Denn das ist also wirklich mehr wie traurig. Aber gut, so ist es halt. Ich kann nicht meckern. Es gibt ja keine andere Möglichkeit, an diese Lok zu kommen. Deshalb werde ich jetzt hier einen, sagen wir mal, richtigen Decoder einsetzen. Und ich zwicke mal hier die Kabel einfach ab. Weil diesen Decoder kann ich mir nicht vorstellen, dass den irgendjemand brauchen kann. Der hat also wirklich ganz miese Schalteigenschaften von Fahrstufe zu Fahrstufe. Und wenn ich da hinten auf den Aufliegern meine LKWs habe, die schaukeln sich da regelrecht auf. Also, schade. Nun gut, dann kommt der neue Decoder, beziehungsweise auch hier werde ich alles auseinandernehmen, so wie ihr das kennt von mir. Aber damit langweile ich euch jetzt nicht. Ich zeige euch, wenn das ganze Ding fertig zerlegt ist. Ich habe das Ganze jetzt zerlegt. Das Fahrwerk ist gewaschen und jetzt läuft das wunderbar und sauber, so sollte es sein. Ich tue noch das überschüssige Öl weg und dann kann ich den Motor wieder zusammensetzen. So sollte normal ein Drehgestell oder ein Antrieb laufen. Dann kann ich hier das Ganze zusammensetzen. Den Motor wieder einbauen. Auch das ist alles. Wieder sauber. Ja, die fährt ja im Normalfall nur einmal im Jahr. Und zum Weihnachtsvideo sollte sie ja wieder fit sein. Und zu Weihnachten soll sie ja den Zug ziehen, der ja die rollende Landstraße zu Weihnachten darstellt.
So, dann kommen die Kohlen rein. Dann auch dieser Lok bleibt es nicht erspart, oder dieser Motor. Der wird jetzt nach unten verfrachtet und läuft eine halbe Stunde links, eine halbe Stunde rechts. Dann ist auch dieser wieder sauber eingelaufen und ich kann ihn derzeit mit dem Rest beginnen. Hier, obwohl das eigentlich eine neue Lok war, seht ihr auch hier Brandspuren bzw. eine Korrosion. Und das gleiche hier, da habe ich ja praktisch keine gescheite Masse. Das werde ich jetzt wieder herstellen mit meinem Schleifpad. Muss ich sagen, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und so, manchmal lerne auch ich noch dazu. Und so sind die Verbrennungen oder diese schlechten Kontakte bereinigt. Dann noch einmal hier drüber gefahren. Jetzt habe ich das auch blank und ich kann diese Sache wieder zusammensetzen. Dann wäre das Drehgestell wieder intakt. Und dann kann ich mich um den Einbau kümmern. Ich möchte ja hier einen Sounddecoder einsetzen. Das Ganze habe ich jetzt verkabelt. Ich habe hier überall Vorwiderstände angebracht, damit die Leuchtdioden nicht durchbrennen. Ich habe mich bei diesem Modell einfach dafür entschieden, die gelben Lichter zu lassen, da es sich ja doch um eine Weihnachtslok handelt, dachte ich mir, ist das vielleicht ganz witzig. Sonst hätte ich das umgebaut. Jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie ich das mache. Wenn ich jetzt hier bei dieser Weihnachtslok, da möchte ich natürlich auch noch ein Ho 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 haben. Das finde ich einfach witzig, wenn das dann nachher gestartet werden kann. Ich zeige euch da mal die App, die ich runtergeladen habe. Das ist ein Diktiergerät. Da drücke ich drauf, dann erscheint das Bild und dann gehe ich hier rein und mache Ho, 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 ich bin es, der Weihnachtsmann. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Weihnacht. Ich kann jetzt hier natürlich oben noch einen Namen eingeben, der dann speichert das Gerät die Information ab. Dann gehe ich an meinen PC. Ich schließe jetzt das Telefon an. Es öffnet sich bei mir dann ein Fenster. Da kann ich drauf zugreifen. Da müsst ihr halt schauen, wo dieses Programm die Aufnahmen ablegt. Es legt es bei mir hier ab und da kommt der Weihnachtsmann. Ho, 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 ich bin es, der Weihnachtsmann. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Weihnacht. Das ist also das, was ich jetzt hier aufgenommen habe. Ich lasse das jetzt hier offen.
eigene Sounds anlegen. Klicke da drauf, gehe in Sounds, mache hier unten einen neuen Ordner und jetzt kann ich hier der Weihnachtsmann eintragen. Und jetzt suche ich hier die Datei. Die habe ich natürlich hier in diesem Menü nicht drin, da ich es ja auf meinem Telefon habe. Jetzt nehme ich die Maustaste, linke Seite, kopiere hier die Datei hinein. Die wird dann hier übernommen. Und jetzt muss ich nur noch die Datei finden. Das ist hier der Weihnachtsmann. Ich öffne es. Jetzt ist hier in diesem Editor der Weihnachtsmann drin. Ich lade es herunter. Ich hake das ab. Und jetzt ist der Weihnachtsmann hier drin. In meinem Editor und da kann ich das noch mal anhören. Und jetzt habt ihr das ja gehört. Wir machen jetzt 1 bei 20, haben wir ja hier den Sound 17. Jetzt gehen wir hierher, da ist der Ausgang 4 belegt. Den nehmen wir weg. Jetzt ist nichts mehr auf 21. Dann machen wir hier ein Icon. Einen Sound, der Weihnachtsmann das passt und jetzt haben wir hier den Weihnachtsmann hinterlegt. Ihr seht es. Ich habe ihn hier hinterlegt. Ich speichere das Ganze ab. Und schiebe das jetzt auf meinen Decoder. Ja, wenn man die Zentrale dann einschaltet, klappt das sogar. Jetzt schiebe ich das auf den Decoder. Sound. Und jetzt dauert das natürlich ein wenig. Jetzt ist es gleich geschafft. Dann bestätigen wir das. Und jetzt gehen wir mal an die Zentrale. Hier sitzt ja der Decoder drauf, der jetzt beschrieben wurde. Und jetzt schauen wir uns das mal in der Zentrale an. Ein Punkt, der wichtig ist, ihr müsst die Zentrale, oder so geht's halt mir, ich schalte die Zentrale aus, schalte die Zentrale wieder ein und dann wird die Information gelesen aus dem Decoder. Das dauert halt wie üblich.
Jetzt ist er fertig gelesen. Ich gehe jetzt hier rein. Dann schauen wir hier mal. Und jetzt kann ich den Decoder auf meine Lok setzen. Jetzt ist ja die Lok auf dem Testgleis. Ihr seht es. Und jetzt kann ich den Sound hier abrufen. Ho, 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 ich bin es, der Weihnachtsmann. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Weihnacht. Und so habe ich den Weg gefunden, die Decoder von Märklin zu programmieren. Also dieser Decoder wäre jetzt soweit fertig. Ich kann dann das Gehäuse aufsetzen und die Lok dann unten an meine rollende Landstraße setzen. Und dann wird sie dieses Jahr ruckfrei durch die Lande ziehen. Mia ist pünktlich wieder zur Abnahme erschienen. Sie findet die Lok sehr gut. Ja. Hat es alles schön gemacht. Ja. Dann bin ich ja beruhigt. Und so sieht die Lok jetzt aus. Ja, ich tue es ja schon auf Seite. Sie hat, wie gesagt, ihre gelbe Beleuchtung behalten. Das fand ich, ja, ich fand das eigentlich witzig. Sie hat auch jetzt rotes Licht, das ich im Prinzip so einstellen kann, wie ich das will. Und sie hat natürlich auch Fernlicht. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Licht habe, kann ich hier natürlich auch das Fernlicht dazu schalten. Und sie hat die typischen Funktionen. Achtung, Bahnsteig 3, ÖBB Euro City 569, Berner Ingenieure von Bregenz nach Westbahnhof fährt ein. Dieser Zug hält in Innsbruck Hauptbahnhof, in Landexam, in und ich kann dann natürlich auch meine aufgenommenen Sequenz abspielen. Ho, 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 ich bin es, der Weihnachtsmann. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Weihnacht. Also solche Sachen habe ich dann hier drin. Natürlich die anderen Sounds, die ihr ja kennt. Von einem Railjet. Mit Rücksicht auf meine Mia werde ich jetzt hier auf die weiteren Sounds verzichten, denn ich muss jetzt erst nochmal die Lautstärke anpassen. Die ist doch relativ laut und das kann ich ja jetzt noch machen. Für alle anderen,
Ich wünsche euch mit dieser Lok eine schöne Weihnachtszeit. Ich werde noch ein Spezial-Weihnachtsvideo drehen, wo dann auch diese Lok vorkommt, sowie die Diesel- und natürlich auch meine Dampflok. Da möchte ich schon ein bisschen drauf hinweisen. Das wird irgendwann an der Weihnachtszeit rum, also wahrscheinlich erster oder zweiter Weihnachtsfeiertag, werde ich das dann euch zeigen. Und ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß beim Zuschauen dieses Umbaus. Ich gebe zu, es ist etwas verspätet, aber besser spät als nie. Und verbleibe bis dahin euer Groovy 1960. Habt ein schönes Weihnachtsfest, das wünsche ich euch.